Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück. Und so weiter und so fort zu New World. Open Beta. Der Sid lacht schon. Die Maggie, da ist das Lachen vergangen, aber die sind beide mit dabei. Und ja, es wird wahrscheinlich, mal gucken, die letzte Folge vielleicht. Maggi, du kannst auch nicht so lange heute, ne? So 10. Ah ja. 11. Ja, noch mal gucken, ob es noch eine Folge gibt oder ob das die letzte wird. Schön, dass ihr da seid, Leute. So, was müssen wir machen? Wir müssen uns für die Aufnahmeprüfung beim Syndikat Dings bumsen. No, dann musst du in irgendein Gebiet gehen oder uns ein paar Truhen finden oder sowas. Okay. Da schläft. Hier schläft einer. Ist der schon wieder leer? Das gibt's doch gar nicht. Er ist leer. Na, die Dose hat ein Loch gehabt. Ach, der Appler. Kann ich eigentlich schon wieder irgendwas leveln? Oh, hier, guck mal. Charakter 3. 3 Erfolgsbelohnungen warten auf ihre Annahme. Das verpeilst du echt in jedem Spiel. Da wollte ich dir schon immer mal sagen. In jedem Spiel, wo es ums Leveln geht, ja, da verpeilst du immer irgendwas abzuholen an deinen, was du da bekommst. Hab ich die jetzt abgeholt oder nicht? Abgeschlossen, abgeschlossen. Ja. Oh Gott. Hier öffnen sich Fenster, Sitz, ich bin überfordert. Titel freigeschaltet. Du hast den Titel kein Sprachchat freigeschaltet. Ja, sehr gut. Dann muss ich ja nicht mal mit euch reden. EP zu gewinnen ist immer gut. Ich weiß, die Open Beta, die geht nicht mehr lange, aber wir nehmen ja alles mit an EP, was geht. Du gehst, ohne dich im Gasthof angemeldet zu haben? Was? Ja, ich mach das einfach. So. Was ist hier oben eigentlich? Ist das gefährlich oder ist das Verräterfeste? Aber das ist cool, man kann ja einfach so vor sich hin zocken. Ohne dass man eigentlich jetzt gezwungen ist, zusammenzuspielen. Ich meine, klar, wenn man dann irgendwelche Instanzen macht und so. Ne, wie heißt das? Heißt das Instanzen? Was erzähl ich da? Heißt das so? Doch eigentlich schon. Ja. Da ist es dann schon besser, das zusammen zu machen. So, Leute, wartet mal. Da 147 Meter in die Richtung. Au! Ja, aber Zauberstab, ich weiß, es nervt, dass ich das immer wieder sage, aber es ist das letzte Mal, dass ich das so spiele. Ich denke, das ist jetzt ein Flammenwerfer. Ja, aber der frisst ja übelst viel Mana. Du musst auch die passiven Skills von der Waffe lesen, dass du skillen kannst. Ja, mache ich dann als nächstes. So, verderbte Samen sollen wir suchen. Muss ich hier in Truhen gucken? Oh, läuft der beschissen. So, haben wir? Machen die zwei hier? Wie heißt der? Free Prime, please.
Oh, ey, ich krieg den einfach nicht. Hier gibt's wieder einen Zettel. Die Punkte zurücksetzen. Ja, im Prinzip könnte ich das jetzt machen, aber ja, ich wollte halt mal, ich habe ja schon bei der Klosbeta habe ich ja Muskete und Schwert gespielt. Und diesmal wollte ich einfach mal was anderes machen. Aber jetzt werde ich es nicht mehr zurücksetzen. Also ja, vor allem musst du dann, wenn du eine neue Waffe hast, wieder komplett bei Null anfangen. Also sprich, die Waffe erstmal leveln. Ja, stimmt. Gerade wieder so ein Soundbug. Oder wie war es? Einmal ins Menü gehen, Spielmenü, und dann raus und dann soll es wieder gehen. Nee. Stimmt nicht, der Tipp. Er funktioniert nicht. Boah, ey. Jetzt geh halt drauf, du. So. Denk dran, du hast da unten auf Q und R auch noch deine Spezialattacken, ne? Falls du die auch mal einsetzen möchtest. Ja, ja, na, die machst du ja immer. Achso. Aber die eine Spezialattacke, die sitzt immer scheiße. Weil die halt, da musst du halt so einen Kreis setzen, weißt du? Ja gut, du kannst ja auch für die Waffe nochmal umskillen. Dann hast du deine Level wieder frei für den Zauberstab, da kannst du was anderes ausprobieren. Immer mal durchklicken. Scheiß Hand drauf, kostet nichts. Vielleicht findest du ja was für den Feuerstab, was dir Spaß macht, was dir gefällt. Wenn du mit klarkommst, keine Ahnung. So, jetzt haben wir schon mal. Ne, einen brauchen wir noch. Zerstöre Wachmann Karl. Wo ist denn Wachmann Karl? Nicht in dem Burschen. Warte mal, ich suche noch eine Kiste. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon, ne? Wo ist denn hier Wachmann Karl? Keine Ahnung. Da, wo die Markierung ist? Ach so, das sind alles Wachmänner Karls. Ja, bleib ruhig, Alter. Beruhige dich, ich will nur die Kiste hier looten. Oh, das ist Wachmann Karl. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist das bloß einer. So, erledigt. So, Aufgabe abgeschlossen. Wir können wieder zurückrennen. Es gibt doch nichts Schöneres, als in so einem Spiel zu laufen. Müssen wir hin? 700 Meter. Eine Macke. Nee, warte mal. Das ist nicht richtig. Ah, 400 Meter. Und wir müssen uns jetzt mal in der Stadt wieder Fleisch braten. Ich habe nämlich keine Heilung mehr. Bleiben Sie ruhig, junger Wolf. Ich habe nichts Böses im Sinn. Ich möchte nur nach Hause. Oh, hier hat es kurz geruckelt. Geruckelt und gezuckelt.
Du bist auch Heiler, ne? Aktuell nicht. Okay. Aber zum Release, ja. Ne, jetzt wollte ich auch nochmal die bisschen hier was ausprobieren, auch so wie du. Ja, ich glaube, zum Release werde ich... oh, hier ist ein Nackscher. Werde ich auch wieder auf Schwert und Muskete skillen. Ja, Heilung hat mir halt am meisten Spaß gemacht. Nee, ist halt auch gut, auch wenn, wenn einer dabei ist, der heilt, ne? Das ist ja super. Ja. Du bist zurück. Mit diesen Kernern. Erstmal abwarten, was übernächste Woche schreiben. Verschiebung des Release und fertig. Dann muss man gucken. Ja. Dann werde ich es aber abbestellen. Das mache ich nicht mehr mit. Das kannst du vergessen. Oh, öffne Fraktionstafel. Jetzt habe ich hier eine Fraktionstafel. Das ist neu für mich. Ja, genau. Das sind die Fraktionsaufgaben. Da kannst du mal oben das PvE und unten drunter das PvP. Die obersten drei kannst du auf jeden Fall mal annehmen. Die müssen wir dann auch zusammen machen können. So. Ah, okay. Habe ich gemacht. Cool. Aber warum war das bei der Klosbeta noch nicht? Oder habe ich das übersehen? Nö, das war da auch. Echt? Jo. So. Sei mir gegrüßt. Wir sind beide auf der Suche nach Wissen. Belohnung kaufen. Warum zeigt es mir den noch an? Warte mal. Ach, habe ich jetzt die Hauptquest durch oder was? Sieht so aus, Leute. Ich glaube schon, ja. Ah, cool. So, jetzt müssen wir uns ein Lagerfeuer suchen und schnell was zu essen machen. Jo, eine Kuh. Da, direkt vor uns. Du machst den Beil-Guy. Ja, bin ich denn nur manchmal bescheuert? Manchmal? Maggi, was gibt's denn leckeres zu essen? Du bist am Kauen, oder? Das war das letzte Stückchen Pflaumenkuchen. Oh, Pflaumenkuchen, Quetschekuchen. Oh, wie geil. Oh, Reiseproviant, das klingt gut. Du heilst 20 Sekunden lang 60 Gesundheit. Jau, das stellen wir her, so viel wie wir können. Hä, man versteht es nicht. Teufelsbuchjagd. Ah, alles klar. Könnte ich meiner Mutter auch mal wieder einen Auftrag geben? Kuchen, Quetschekuchen. Oh. Das stimmt, Mini. Mini Schotte schreibt im Dezember zum Weihnachtsgeschäft verschieben. Das ist eigentlich schlau. Das wäre schlau von Amazon. 2022. So, Maggi, wo bist denn du eigentlich? Hier. Ich bin eigentlich relativ nah an deiner Stadt. Also, 1 Kilometer von dir weg. Also ich muss 8 Ahnenwächter besiegen. 8 Truhen. Grauwölfe jagen. Ja, und so weiter und so fort. Gibt ja, auch. Das ist ja, also wenn du auf die Map guckst, müsste das ja hier in meiner Richtung so in etwa sein. Beziehungsweise du musst ja jetzt irgendwie scheinbar bestimmt da hoch, oder? Warte mal, 700. Ich muss Richtung. Da immer noch in Immerfall. Ist ja irgendwie doof, dass wir das nicht zusammen haben. Na, ich habe jetzt nur noch das eine, dann mache ich das noch fertig, dann komme ich mal zu dir und dann mache ich ja einfach halt mit dir die Sachen zusammen. Aber ich kämpfe mit Schild und Schwert, das ist nicht, liegt mir nicht wirklich. Also. Was liegt dir denn eigentlich? Na, ich bin eigentlich auch eher als Healer unterwegs. Okay. Oder DD, aber dieser Bogen hier, der ist ja fürchterlich. Ja, wenn dann musste Muskete spielen, die war ganz geil. Nee, das will ich nicht. Willst du nicht? Mm-mm. Ach so, hatte ich nicht eigentlich Hanf gesammelt, um diese... Warte mal. Ich hatte doch hier eine Quest. Also dieses Hanf, das ist eigentlich... Bei mir war das die Stadtquest. Das ist eine andere Anschlags... Also das ist dann auch so eine Anschlagstafel in der Stadt. Ja, ja, aber die habe ich ja hier gehabt. Aber diese Quest ist gar nicht mehr da, hä? Das hast du schon abgegeben?
Nee, ich habe ja die Leinen noch gar nicht hergestellt. Doch hier, Weber benötigt. Erhalte und liefere 30 mal Leinen. Anheften. Jetzt. Wartet mal. Was sind diese grünen Lichtstrahlen in den Himmel? Kann mir das mal jemand sagen? Lichtstrahlen in den Himmel? Was? Grüne Lichtstrahlen im Himmel? Ja, das ist doch... Ja. Grün? Da liegt deine Leiche, Maki. Was? Nee, das ist ja. Aber so sieht es aus. Genau so sieht es aus. Das aus der Ferne. Verderbnisportale? Echt, die sind grün? Müsste das denn nicht rot sein? Nee, die sind, oh ja, die sind rot. Ich sehe nicht, was du machst. Keine Ahnung. Warte mal, wo bist du? So, wartet mal. Unter dir, so ein bisschen Südosten. Oder eher Süd wie Südost. Also das, ich sehe, denn das ist bei mir in Richtung Südosten. Ja, aber du hast da vier Stück, ne? Was? Verderbnisportale, ja. Ja, aber wie gesagt, es ist grün, also ich sehe nur einen. Hm. Ein so ein Strahl. Grün, keine Ahnung. Na, was ist das? Vermutlich sterbe ich. Das ist es wert. So, mal gucken, ob ich genug Hanf habe, um jetzt 30 Dinger herzustellen. Und wo stelle ich denn die Leinen her? Da gibt's so einen Webtisch. Aber ich bin jetzt doch gerade an... Ach nee, Stufe 17. Kleidermacherei, warte mal. Nee, das ist so wie das Gerberdings, gibt's noch mal so einen Webtisch. Ah, hier, oder Webstuhl. Webtisch, Webstuhl, ja. Nicht doch. Was hier? Webstuhl. Ah, ja, was. Leinen. Oh, ich kann tatsächlich alle herstellen. Cool, das gibt wieder XP. So, und die Scheiße. Abschluss an der Stadt. Stadtdingsübersicht. Wo ist die jetzt wieder? Ah ja. Naja, Leute, ihr habt euch ja bestimmt schon dran gewöhnt, dass ich ein verpeilter Typ bin. Wer ihr Metagaming sehen will, der ist ja völlig verkehrt. Oh, der sieht ja geil aus. Hier gibt's einen Typ, der hat einen grünen Afro und einen grünen Bart und dazu noch grüne Klamotten. Alter, bist du geil. Warum geht ja, der hast du das vorher gewusst? Warum geht der Ingame-Voice eigentlich nicht? Weil wir im Discord sind, oder was? Keine Ahnung. Weil wenn ich hier auf V drücke, kommt ja das Symbol. Nein, hör auf, du sprichst doppelt, hör auf. Wirklich? Ja. Verarschst mich, oder? Nein, ich verarsch dich nicht. Du hast hier gerade doppelt gesprochen. Echt? Dann drück du auch mal V und sprich mal doppelt. Habt ihr eigentlich gewusst, dass der Biss an das einzige Pferd ist? Das ist nicht Hornisse. Entschuldigung. Ist das geil? Das ist ja voll geil, Alter. Das hat jetzt der ganze Server gehört. Und, Sid, wenn du Alt F4 drückst, dann klingst du ungefähr so. Hallo, du musst mal Alt F4 drücken. No, ich glaub nicht. So, cool, das haben wir gemacht. Oh Mann, ey. Kann ich eigentlich noch was abgeben? Ne. Das läuft alles, ne? Die ganzen Missionen läuft. Oh, doch hier, Kochkunst. Dosenfischproben. Koche und liefere Dosenfischproben. Ja, gut, geangelt haben wir ja. Haben wir ja schon in der Closed Beta. Ach, Scheiße. Oh, Maki ist gestorben. Nee. Geh weg. Tja, hast du Pech, ne? Wenn du es mir wegnimmst, nehme ich es dir weg. So einfach ist das. Haha. Salamira. Das ist auch ein geiler Name. Salamira. Astorian. Es ist unglaublich, wie die Leute sich so nennen. Was? Und meinst du, die hören das wirklich alle, wenn ich hier V drücke? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, ihr habt das jetzt nur gehört, weil wir zusammen in der Gruppe sind. Weil es antwortet ja immer keiner. Doppelt hast du es nicht gehört? Du hast das hier so nicht gehört? Nee, jetzt ganz leicht. Hm.
Und das grüne Ding ist nicht so ein Tor, weil ich bin jetzt hier ein bisschen höher. Die roten sieht man auch, die sind rot. Was ist das grüne? Ich weiß es nicht, es ist zu weit weg und ich muss dadurch Level 17 Gebiet. Das ist mir zu heiß. Das grüne ist Rosenkohl. Noch Rosenkohl. Oh Mann, ey. Ach. Pupser, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und einen ruhigen Start in die Woche. Tschüss. Gut. Oh, was? Hier muss ich irgendwas machen hier? Jage Tüpfelluchs. Mhm. Na dann. Was macht denn ein Tüpfelluchs? Der Tüpfel kommt nicht rum. Na hier, du. Ja, wo laufe ich denn eigentlich hin? Ausgetüpfelt. Ah ja. Haut schon hin. Ich hätte so gern ein Schaf. Ach, er hat keine Ausdauer. Ich glaube echt, diese Schafsquest ist aussichtslos, oder? Die lasse ich einfach liegen. Hier spricht Gott, du sollst Gandalf deinen Ring geben. Okay, wartet. Hier spricht Gott, du sollst Gandalf deinen Ring geben. Nee, du verarschst mich doch, oder? Da hast du dir echt was in dein Zimmerchen geholt, du. Ja, wenn ich sehe, was die Leute mit einem Schwert, der Typ ist erst Level 8, was die für einen Schaden machen und ich mit meinem Zauberstab mache so wenig. Gut schneller! Ein Schelm, der böses Deck bei diesem Satz. Ah, oh, herrlich. Ich bin ja vor einer Höhle, da gehe ich mal rein. Okay, schön. Vielleicht gibt es da ja was Schönes. Oh ja. Vorratsversteck. Oh oh. Hau ab. So. Ach so, ich verstehe jetzt diesen Flammenwerfer. Ich muss eigentlich nur ganz kurz auf einen Wolf oder Gegner zielen und dann hat er einen Nachbrennwert. Das ist ja cool. Oh, wir haben was Cooles gefunden. Quasi ein Afterburner. Afterburner. herrlich, Sid. Nö, das weiß ich doch. Ich glaube, der Sid hat heute Morgen mit Peter lustig geduscht. Und danach einen Clown gefrühstückt. Warte mal, ist Mero noch hier im Chat? Mero, bist du noch da? So, zum Thema Duschen. Ich habe heute Morgen nicht geduscht. Heute Mittag. Der nennt mich, warum auch immer, nur noch Stinker, wenn ich streame. Ja. Dabei gibt's doch noch gar kein Headset mit Geruchs-Dings. Gibt's nicht? Nee, oder?
Stimmt, sollten wir nicht auch Fisch fangen? Na, wenn wir einmal hier sind, können wir auch Fisch fangen, ne? Lange nicht geangelt. Wie war denn das? Muss ich da irgendwas drücken? Warte mal. Ach, ich habe eh keinen Köder dran gehabt. Leute, ich bin doof. Du kannst ohne Köder angeln. Ja, logisch, aber kommt dann auch was ran? Ja. Scheiße, wie rüste ich meine Waffe wieder aus? Der hat die blöde Angel in der Hand und ich werde angegriffen. Ja, F3 drücken. Ah, Hilfe. Ah ja, ich hab's. Weiß es dir auch außer mit der Badehose. Ja, ist okay. Oh, hier gibt's aber viel zu lesen. Suche nach Truhen. Aber wie ich ihn halt nicht treffe. Wie stark alle anderen sind und ich hier mit meinem dämlichen Scheißstab. Was hast du denn für einen Stab? Ja, ich hab einen Feuerstab. Gut, es kommt auch immer drauf an, was für ein Rüstwert hat er, ne? Also sprich mit dem Schaden, dem er eskaliert. Muss ja auch drauf schauen. Das ist ein Feuerstab aus der Stufe 3, ist das klar, dass der keinen Schaden mehr macht. Hm. Oder weniger Schaden macht. Oh, hier ist einer gestorben. Den beleben wir wieder. Au. Das dritte Schaf. Ich hab das dritte Schaf. Diese Schafsquests sind scheiße. Ey, wieso hat der jetzt nicht gezählt? Faulwurz. Faulwurz. Das ist ein cooler Name. Aber ich habe hier noch keine Truhen gefunden. Ich muss doch hier in dem Gebiet auch Truhen, oder? Ja. Maustaste länger halten, wenn der Gegner... Das ist eine gute Idee, das können wir mal probieren. Ja, du machst auch schwere Angriffe, ne? Richtig. Stimmt. Du musst die Maustaste mal gerührt halten. Zum Ende der Beta weißt du auch, wie es geht. Ja. Ja, gut, aber die macht auch bloß 10 mehr Schaden. Ja, dann musst du mal im Inventar schauen, was du für Feuerstab hast. Für welche Stufe der ist jetzt vielleicht und was du auch wirklich geskillt hast. Hast du auch Level, ich sag mal, verschwendet, die jetzt nicht unbedingt für den Feuerstab gut sind? Na, ich habe das gemacht, was du mir gesagt hast. Also, na, im Prinzip dasselbe wie beim Lebensstab. War ich da betrunken oder wie immer? Beides. Oh, da ist einer gestorben. Er belebt doch mal wieder. So. Was ist denn das hier? Oh, wer ist denn er hier? Au, wer ist denn er? Ein schwebender. Au! Ein schwebender Au? Der wollte V sagen. Ich habe hier so Quests angenommen. Die werden mir jetzt. Also, ich habe die jetzt ausgewählt, also angehängt. Die werden mir gar nicht angezeigt. Nicht zu weit weg. Boah, was ist denn das hier für ein Penner, ey? Warum geht denn der mir so hart auf den Sack? Vielleicht hast du zu viele Missionen aktiv? Kann das sein? Nee, nur drei. Oh
Und die hast du auch angeheftet? Du kannst ja, wenn du J drückst, ja. So, ich muss jetzt hier weg. Die gehen mir echt hart auf den Sack. War komisch. Ich muss noch ein. Ja, hat gesessen. Ja! Oh oh. Ich geh jetzt drauf. Jetzt heil dich doch mal. Hä? Die Heilung bringt nicht. Warum? Ach, die macht nur Ausdauer hoch. Kann das sein, Leute? Oh oh. Geht's wirklich drauf, wenn mir keiner hilft von den Idioten. Ja, gut, ich sag mal, der Feuerstab ist ja eher was für Fernkampf, ne? Und wenn du nichts für Nahkampf hast, ist halt scheiße. Gerade in dem Gebiet, wo du jetzt bist. Aua. Oh, komm, renn doch mal, ey, du Vollidiot. Warum hilft mir denn hier keiner von den Typen, die hier sind? Was ist denn nur mit euch los? Au! Okay, ich muss hier weg. Irgendwie funktioniert diese Heilung nicht, die ich da mir gezaubert habe. Wie willst du dich denn heilen? Ja, ich... eine Schnellheilung wollte ich machen, aber ich habe hier so eine kleine Ration gemacht. Ja, doch, die läuft über Zeit unten, aber ganz minimal nur. Nee, dann ist es nicht das, was ich wollte. Ey, warum hilft mir denn keiner von den Idioten, die hier mit sind? Was ist denn das? Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Ja, du machst echt keinen Schaden mit dem Feuerstab. Ja, also. Ja. Du für meins. Was ist denn das hier? El Hunter, habe ich den nicht vorhin schon wiederbelebt? Ist das ein Bug oder was? Ich kann den nicht wiederbeleben. Alles klar, ES Loni, viel Spaß und schön, dass du dabei warst. Danke dir. Ach, wenn man Schaden bekommt, ist der Heileffekt weg, echt? Ja, da musst du schon dann Heiltränke für sowas mitnehmen. Die musst du dir auch bauen, ja. Ich hab. Was hab ich denn? Was ist denn das hier? Reiseproviant hab ich gemacht. Das ist Heilung über Zeit, die du durch Nahrung zu dir nimmst. Und die tickt ganz, ganz wenig hoch. Ah, okay. Und die Gesundheitserholung wird beendet, sobald du Schaden erleidest. Dann ist sowieso rum. Ja, das hat Mero gerade geschrieben. Ja, genau. Okay. Und ansonsten heilst du mit, je nachdem was du hast, ich habe Reiseproviant zum Beispiel drin, du heilst 20 Sekunden lang 60 Gesundheit pro Sekunde. Ja, genau. Und jetzt rechnet er aus, wie viel das wirklich ist. Das ist nix. Ja. Wenn du jetzt unten deinen Lebensbalken siehst, das ist echt gar nichts. 60 Schaden machen die jeder schon bei Stufe 11. Okay. Okay, okay, okay. So, ich werde euch aber jetzt hier verlassen. Ach, schade, sind. Ja. Warum? Weil ich kann. Warum? Weil ich kann. Du hast doch Urlaub, Alter. Ja, wie gesagt, ich fahre morgen früh auf Arbeit und gebe diese scheiße Reisekosten-Scheiße ab und auch das Tanken und so. Ich glaube, es sackt, einen Firmenwagen zu tanken. Ich habe den vor 2 Wochen gemietet und habe gesagt, tank den voll. Was machen sie? Saugen letzte Tropfen Sprit raus. Und dann tanke ich samstags morgens auf der Autobahntankstelle für 1,748 Euro den Liter Diesel. Oh. Was? 1,48? Ja, stimmt, der ist gerade teuer, ne? Ja, naja, heute habe ich getankt mein Auto mit Diesel 1,32. Das ist mal eben ein Unterschied von 15 Cent. Ja. Mein Auto frisst aber auch fast 80 Liter. Aber weißt du noch, im Januar oder so, wo Corona noch ganz groß war, da habe ich 99 Cent bezahlt für den Liter. 99 Cent, müsst ihr euch mal vorstellen. Das war,
Das weißt du noch? Ich kann mir ja nicht mehr behalten, was ich letzte Woche gemacht habe. Hm. Doch, die Spritpreise ist die so tief, dass ich unter einem Euro bezahlt habe, das weiß ich auch noch. Das war aber letztes Jahr, oder? Nee, das war dieses Jahr im Januar. War das dieses Jahr? Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall raus. Ich verabschiede mich, hat Spaß gemacht. Yo, ist it. So, gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und spielt noch ein bisschen, ne? Jo. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Sei mir gegrüßt. Wir sind beide auf der Suche nach Wissen. So, dann können wir die erste Quest abgeben. Nein, Mission nicht aufgeben. So, was haben wir dann noch? Steinzahn-Terrasse. Okay. Naja, Maki, hast du noch eine halbe Stunde dann Bock? Ja, eine halbe Stunde können wir noch machen. Dann gehe ich noch schnell eine rauchen und dann sage ich für YouTube, wir sehen uns dann wirklich in der allerletzten Folge der Open Beta. Bis denn, macht's gut.